Unser heutiger Gesprächspartner ist Herr Rainer Luis, Sprecher der Geschäftsleitung bei Computer Center Deutschland. Herr Luis, im ersten Halbjahr 2019 konnte Computer Center Deutschland ihre Umsätze um 4,1% erhöhen. In welchen Bereichen sind Sie besonders stark gewachsen? Das größte Wachstum ist in dem gesamten Technologieumfeld. Wir nennen das Professional Services, das beinhaltet Consulting, das beinhaltet Technologieberatung. 25% Wachstum, das zeigt nochmal, dass die Kunden eine hohe Nachfrage haben, gerade in diesem Bereich. Das ist das eine Segment. Das andere ist das gesamte Thema Supply Chain Services, Produktgeschäft, wie wir das auch nennen. Wenn man mal berücksichtigt, dass wir mit einem Kunden, der den größten Anteil in Summe hat, ein rückläufiges Business haben, sind wir außerhalb dieses Umfeldes um 18% gewachsen. Also ich glaube, da sieht man, dass die Bedarfe insbesondere in unserem Kundenumfeld in 2019 da waren und hoffentlich auch noch da sein werden bis zum Jahresende. Bei diesen produktnahen Services handelt es sich ja auch oft um Windows 10 Migrationen durch die Abkündigung der Windows 7 Supports durch Microsoft. Aber dieses Thema dürfte doch nächstes Jahr schon passé sein, oder? Also auf der einen Seite haben Sie recht, ja, da gab es einen erhöhten Bedarf. Das sehen wir auch, wenn wir unsere Zahlen genauer anschauen, dass das, wir nennen das Workplace-Business, deutlich an Marktanteil gewonnen hat. Das ist durch das Windows 10 natürlich bedingt. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass der Durchdringungsgrad gerade bei großen Kunden, internationalen Kunden von Windows 10 noch nicht so ist, wie man es vielleicht vermuten würde. Das heißt, wir gehen fest davon aus, dass das noch einen Nachlaufeffekt in 2020, vielleicht sogar noch in 2021 haben wird, definitiv. Darüber hinaus haben wir im Geschäftsbericht entnehmen können, dass Sie in Segmenten wie Security oder Netzwerke auch sehr stark zugelegt haben und auch eine Renommee gewonnen haben bei den Kunden. Möchten Sie das vielleicht kurz kommentieren? Ja, das freut uns natürlich insbesondere, weil wir sind in diesem Segment seit 20 Jahren unterwegs. Und da sind wir auch stolz drauf, dass wir dort wirklich eine gute Expertise haben, die uns die Kunden auch immer wieder bescheinigen. Wir haben gute Leute, Trusted Advisor-Rollen nehmen wir dort ein. Und dementsprechend ist das auch ein Geschäft, was für uns einen hohen Stellenwert hat, sehr gute Zuwachsraten hat und natürlich auch gerade mit den Anforderungen, die Kunden in diesem Umfeld haben, mit Sicherheit für die Zukunft auch weiteres Wachstum bringen wird. Sowohl in Ihrem Geschäftsbericht als auch in den Geschäftsberichten Ihrer Wettbewerber ist zu lesen, dass vor allem der deutsche Maschinenbau ein bisschen schwächelt, dass da die Nachfrage in IT-Dienstleistungen sinkt. Können Sie das bestätigen oder wie hat sich die Situation im letzten halben Jahr verändert? Also ich glaube, das Thema, wie wirkt sich, ich sag mal, die Weltwirtschaft, die deutsche Wirtschaft auf die IT-Industrie aus, ist ein Feld, was wir wahrscheinlich jetzt eine Stunde diskutieren könnten. Aber was festzuhalten bleibt, die Branche, die im größten Umbruch ist, ist die Automobilbranche, nahe gefolgt natürlich von der zuliefernden Industrie. Das gesamte Thema Chemie und natürlich auch das Thema Maschinenbau, das spielt eine große Rolle im Sinne von, wo werden IT-Investitionen getätigt. Und wir merken, dass dort natürlich die Budgets unter stärkerer Kontrolle sind, unter einem stärkeren Kostensenkungseinfluss sind. Aber was man nicht vergessen darf, alle diese Unternehmen sind so von der IT abhängig, auch um neue Themen letztendlich stemmen zu können, auch um in neue Geschäftsfelder einsteigen zu können, dass IT eine hohe Relevanz hat. Vielleicht überlegt der eine oder andere, seinen Austauschzyklus für ein Notebook, für einen Desktop vielleicht mal ein Jahr nach hinten zu schieben, ohne Frage. Aber wenn es darum geht, ja, agile neue Systemplattformen zu schaffen, für Anwendungsentwicklung, für neue Produkte auf den Markt zu bringen, werden die Investitionen nach wie vor freigegeben. Und von daher gesehen, glaube ich, ist das zwar anspruchsvoll, aber dennoch ein Markt, was man adressieren kann. Und auf der anderen Seite gibt es Branchen, die deutlich expandieren, natürlich allen voran der Public Sector, öffentlicher Auftraggeber. Da merkt man zum einen, dass das gesamte Thema Digitalisierung hier einen hohen Stellenwert hat, was natürlich auch von der Kanzlerin vor Jahren vorgegeben wurde und was sich jetzt in der Umsetzung befindet. Das sorgt natürlich auch wieder für IT-Bedarfe. Von daher gesehen, das gleicht sich momentan noch aus, aber Sie haben schon recht. Ja. Aber auf der einen Seite merken wir schon ein verhaltener Bedarf, auf der anderen Seite einen steigenden Bedarf. Und was sind Ihre Ziele für 2020? Also wir gehen fest davon aus, dass wir nach wie vor einen wachsenden Markt haben. Ja. Auch wenn wir, wie eben ausgeführt, wahrscheinlich Unterschiede in den Branchen sehen werden, aber die Märkte werden dennoch wachsen.
Und ich glaube, dass wir insbesondere durch die Differenzierung, die wir gelegt haben in den einzelnen Geschäftsfeldern, plus das Thema Segmentierung, was auch die Technologiebereiche angeht, wir gut aufgestellt sind. Und vielleicht wird der ein oder andere Bereich rückläufig sein. Dafür werden andere eine Chance haben, deutlich stärker zu wachsen. Von daher gesehen, ja, man muss deutlich schauen, was bringt das Thema Weltwirtschaft, Wirtschaftskrise, wie auch immer Sie es nennen wollen, dann auch mit sich für die IT-Industrie. Aber ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass es mehr Chancen als Risiken gibt für 2020. Herr Lewis, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, vielen Dank.